Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander in Conquer der Tiberium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Not letzte Ausweichmission. Ganz genau, liebe Leute, und ich muss euch jetzt gerade mal was erzählen. Und zwar, wir waren ja beim letzten Mal hier in dieser Materialschlacht angekommen, wo wir hier unten immer wieder und immer wieder reingelaufen sind in die Basis und der Gegner dann mich immer wieder hiermit überrollt hat. Ne, mit den Einheiten, die der hier kriegt. So, kommt da mit dem Mammut. Es gibt jetzt Folgendes zu sagen hier. Und zwar, liebe Leute, seht ihr das? 30 Silos. Genau, ich habe nämlich etwas gemacht. Und zwar, ich habe, jetzt seht ihr das? 43.500 Tiberium habe ich gesammelt in der Zwischenzeit, liebe Leute. Es ist tatsächlich so gelaufen. Ich habe die Mission einfach jetzt mal privat nochmal neu gestartet. Ist auch eine komplett neue Aufnahmesession jetzt gerade, Freitagabend. Und genau, ich habe die ganze Karte erkundet. Ihr seht, hier stehen Techniker rum. Ich zeige euch jetzt gleich mal, was ich gemacht habe, liebe Leute. Und zwar, wir haben doch hier diese beiden Hubschrauber. Ne, Leute? Und wartet mal, kommt ihr wieder angeschissen. Und ihr seht hier, hier ist ein Loch in der Mauer. Das habe ich mir hier unten mit den Raketentypen, die wir am Anfang gekriegt haben, habe ich mir das Loch hier reingeballert, habe ihm seine Orcas weggenommen. Und genau, diese Techniker, die ihr seht, sind vom Verkauf der Silos. Das heißt, ich zeige euch das jetzt mal. Ich habe eine halbe Stunde lang mit Invasoren, mit dem Hubschrauber, hier unten seine Silos eingenommen. Und so kommt man natürlich auch an Geld, ne? Weil ihr seht, der kann hier halt endlos sammeln. Das ist halt das Thema. Und hier unten hat er auch noch ein Erzfeld und wir haben hier oben nur das Tiberiumfeld. Das heißt, wir haben eigentlich eine unfaire Situation. Aber so habe ich mir jetzt einfach mal beholfen. So, ihr seht, die Hubschrauber haben keine Chance, die da immer angeschissen kommen. Die haben mich beim letzten Mal auch so genervt. Ich habe hier drei Flak stehen und die machen die immer rechtzeitig Platz. So, dann zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich hier gemacht habe. Dann, fliegt da mal runter. Ja, Leute, nicht wundern, wenn es im Hintergrund rauscht. Ich habe Fenster offen tatsächlich. Es regnet nämlich jetzt gerade so schön und, genau, nicht wundern. So, dann nehme ich das jetzt ein. Schau mal die Kohle. Haha, und dann verkaufe ich die Dinger und dann wisst ihr jetzt auch, wo die Techniker herkommen. Ja, wir haben 46.800. Und das habe ich halt eine halbe Stunde lang wiederholt. Habe immer gewartet, bis er die Silos wieder aufgebaut hat. Bis die voll sind. Und, weißt du was, mit denen mache ich mal ein bisschen Stress. Komm, schau mal, die machen sogar ganz schönen Schaden eigentlich. So, bam, 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 bam. So, dann machen wir weiter Stress da. Ja, Leute, das war meine Taktik jetzt. Also ich habe eigentlich einfach nur Geld gesammelt. Nur Geld gesammelt hier. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich eine halbe Stunde lang gemacht. Und wie ihr seht, wir haben volle Silos. Und 46.800. Ich habe zwei Waffenfabriken, das heißt, wir können jetzt Gummipanzer spammen ohne Ende, Leute. 30, machen wir 40 Stück. So. Ihr seht das jetzt ratzfatz, wir bauen uns jetzt hier eine Armee auf. Und dann sollte das klappen. So, der Sammler. Tschüss. Sehr schön. So, ihr seht, Leute, die Flugzeuge, die kommen hier angeflogen wie nix. Und, ja, liebe Leute, bis ich diese Taktik rausgefunden habe, habe ich echt ewig gebraucht, Leute. Das hat so lange gedauert, ey. Ich könnte es gar nicht wissen. Ich habe private Versuche noch gemacht mit dem Spiel, mit dieser Mission. Und, na komm. Ja, mach den kaputt. Ja, oder so, dann überfahr den halt. Und, wie gesagt, diese Versuche, die haben mich ungefähr
2 Stunden alleine meiner Lebenszeit gekostet, aber so kriegen wir das doch jetzt hin. Schieß doch da drauf da. So, mach den kaputt. Zack. Und ja, liebe Leute, so bin ich quasi in diese Situation hier reingekommen. Ihr seht es, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24 volle Silos. Und ja, das nenne ich jetzt mal Speedbuilding hier. Schaut euch das an. Speed bauen. Richtig geil. So, dann machen wir nochmal 10 Stück mehr. Und ja, was anderes als die Gummipanzer habe ich hier halt nicht. Bam. Weg mit dem scheiß Mammut. Und wir könnten uns jetzt hier noch mehr Kohle holen. Aber ich glaube, liebe Leute, da ich das Szenario privat schon mal versucht habe, das reicht mit der Kohle. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Wenn nicht, dann hole ich mir die halt nochmal nach. Aber ich denke mal, das sollte passen. So, ich habe hier die Atombombe. Und ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Kommando Conquer hier. An diesem Freitagabend tatsächlich. Die Tage war es wieder so extrem schwül hier bei uns, ey. Das war schon nicht mehr feierlich. Aber ihr hört es vielleicht, ich habe das Fenster auf, es regnet. Und von daher passt das so, Leute, ganz genau. Und genau, jetzt kommt das alles wieder runter, was da irgendwie die Spüle hier versucht gesagt hat. So, aber noch mehr. Noch mehr. Der kriegt ja. Der kriegt einen kleinen Schlaganfall, ey. Oh Mann, oh Mann. Und ja, dann würde ich sagen, überrollen wir die gleich mal. Die kriegen schon wieder die Krise hier, weil dort so viele sind. Ja, kann ich irgendwie verstehen. Also ich hätte da auch klaustrophobische Attacken, wenn ich da mitten in so einer Panzermasse stehen soll. Würde, ey. Genau, der Atombombe ist bereit. Und die werde ich gleich auch hier reinschmeißen. Das war tatsächlich die beste Taktik, die ich da hatte, aber ich hatte halt zu wenig Einheiten, das muss ich jetzt ändern. Schaut euch das an. Schaut euch das an, Leute. Die. What? Wo? Wer wie was? Wo denn? Ja genau, hier habe ich auch mehr Dinge stehen für die Einheiten, die hier immer rauskommen. Und schau ich das an. Ich kann noch mehr bauen hier. Ich baue mal noch ein paar. Bauen wir noch 20 Stück. So, aber das muss doch jetzt passen. Wartet mal. Wo kommen die eigentlich alle raus? Sagt mal. Da, okay. Sehr schön, Leute. So. Dann können wir mal weiterbauen. Können wir mal hier ja, schön spammen, Leute. Schön Gummipanzer spammen. Das ist doch geil, oder? Schaut euch das an. Nein, ich habe meine Gummipanzer. Guck mal das da, ey. Der kriegt ja schon wieder einen Anfall. Das ist einfach legendär hier, ey. Wartet mal, Leute. Ich glaube, ich habe hier irgendwie langsam mal ein Problem. Die Einheiten, die kommen gar nicht mehr nach. Die Einheiten, die kommen nicht mehr da raus. Was zur Hölle? Jetzt kommen sie raus. Schau's den an, ey. Oh Mann. So. Das ist schon eine geile Einheitenmasse, ey. Aber ich hasse diese Mission halt. Leute, ich hasse diese Mission halt. Und deswegen überrolle ich den Gegner jetzt mit einer Masse an Gummipanzern. Ja, wartet mal, macht mal. Ich mache jetzt nämlich 2 Teams, liebe Leute. Damit habe ich beim letzten Mal nämlich noch gar nicht gearbeitet mit Teams. So, speichert das nochmal ein bisschen. Hallo, Tastatur? Speichern? Warum geht jetzt meine Tastatur hier nicht? Beziehungsweise warum... Keine Ahnung, dann speichere ich es halt nicht. Aber das sollte reichen. Das sollte eh reichen, schon so sein.
Ja, die Orcas, die können mir jetzt scheißegal sein, wirklich. Die Orcas können mir scheißegal sein. Schaut euch das an, ey. So, dann hier, ihr hier rein und ihr hier rein. So. Also. Schau das an. Richtig geil. So. Dann gehen wir mal hier rein. Gleichzeitig. So. Und ihr schießt euch jetzt durch hier, ja? Ihr schießt euch jetzt hier durch. Ah, das schaffen wir. Kommt, Leute. Das ist ja kein Thema hier. Na, wisst ihr was? Dann macht die Orcas platt. So. Und ihr geht bitte weiter hier rein. Und fahrt einfach mal durch da. So. Macht diesen Orca platt. Macht diesen Orca platt. So. Und schon haben wir den überrollt. Dann hier diesen Bau wegmachen. Oh Gott, ich hoffe, der Bau geht kaputt. Sehr gut. Sehr schön, Leute. So, dann können wir jetzt hier uns durchschießen. So, Leute. Dann können wir uns jetzt hier durchballern. So, seht ihr das? Es kann so einfach sein, ey. Mann, Mann, Mann. Es kann so einfach sein, wirklich. So. Dann wollen wir mal. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt. Beim Kubane Conquer Remaster. Und ja, wie wir uns jetzt hier durchfressen. So. Gegen diese Massen hat halt selbst der Gegner hier keine Chance. Wirklich nicht, Leute. Und ja. Würde ich sagen, haben wir genügend Einheiten einfach gebaut jetzt, um den einfach zu überrollen hier. So. So, dann macht ihr hier unten bitte dieses Ding gar kaputt. Und ihr oben knallt euch hier durch einfach. So einfach kann es gehen, Leute. Schaut euch das an. So einfach kann das gehen. So, ich habe sogar noch mehr Einheiten übrig als bei meinem privaten Versuch, ey. Ja, schießt ihr noch kaputt da. Zack. Sehr gut. Na, das Schiff, das geht mir noch auf den Piss irgendwie, ey. So. Aber das sollte passend so sein. Dann schießt euch mal da durch. Und da jetzt da drauf, da los. Alle beiden Teams. Hallo, ihr sollt da drauf schießen. Und, ja. Liebe Leute, dann gibt es hier positive Nachrichten, sowohl als auch an der Nachrichtenfront. Corona scheint ja tatsächlich gerade ein bisschen abzuklingen, muss ich sagen. Was ich sehr gut finde. Ich meine, wir können uns ja selber auch bald impfen lassen. Ne? Und also 7. Juli ist ja der Juli oder Juni? Juni, glaube ich. Da ist ja die Aufhebung der Priorisierung. Und ja, da sind wir dann endlich, kommen wir dann auch mal ins Privileg. Und da hat das wieder versucht. Und ja, wie gesagt, also diese ganze Pandemie schwächt sich sowieso gerade so ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Runtergehende Inzidenzen und Fallzahlen, die irgendwie ja, runtergehen, was klar ist mit dem warmen Wetter. Aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass es jetzt das bald war mit Corona. Ey, ich kann es nicht mehr hören, wirklich. Immer nur dieses leidige Thema Corona. Aber gut, liebe Leute. Zelebrieren wir jetzt hier den Abschluss von dieser Mission. Oh mein Gott, Leute. Das hat so lang... Das hat mich so viel Zeit gekostet hier, dieser Scheiß. Selbst heute nochmal die halbe Folge. Aber, Leute, nicht schlimm. So, dann könnt ihr noch hier drauf fahren und ihr macht diesen Panzer da flott. Schaut euch das an. So. Dann könnte ich jetzt eigentlich noch meine ganzen Silos hier verdicken, aber... Nur so zum Spaß. So, dann macht das mal. Ja. Ah, okay. Ich konnte noch nicht mal alle verkaufen. So, das war's, liebe Leute. Oh, sehr schön. Da seht ihr es schon. Ich habe hier sogar mehr Punkte als bei meinem privaten Versuch. Aber wieso geht jetzt meine Tastatur nicht? Das verstehe ich ja. Egal, Leute. Fortsetzen. Cutscene. Sind bereit für unseren größten Feldzug. Entspanne dich erstmal.
und sieh zu, wie meine Netrunner tanzen durchs Netz des Cyberspace. Von dort drinnen beherrsche ich die Welt. Fangt an! Ach, die geile Cutscene, genau, Leute, genießt sie. Die ist echt cool. Willkommen in der orbitalen Verteidigungsmatrix der globalen Defensivinitiative. Die Welt. Wo soll ich zuschlagen? Wo fühlt die Welt am schmerzhaftesten die Klinge des GDI-Verrates? Du hast so viel dazu beigetragen, der Bruderschaft diesen Sieg zu erkämpfen. Diese Wahl, mein Freund, überlasse ich dir. Ja, liebe Leute, ich glaube, ihr erinnert euch daran. Diese vier Weltziele, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir tatsächlich Fruchtschinken genommen. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal Paris. Kommt, Leute. Nehmen wir mal Paris. Zack. Das war's dann mit der Nordkampagne. Haben die Chefs der G7-Länder heute formell jede Beteiligung an der Katastrophe dementiert, bei der am vergangenen Dienstag der Eiffelturm in Paris zerstört wurde. Die Zahl der Toten bei diesem beispiellosen Desaster überstieg heute die 700er-Grenze, als Rettungstrupps und UN-Mannschaften bei ihrer Suche nach Überlebenden 14 weitere Leichen aus den Trümmern zogen, die noch vor kurzem das berühmteste Wahrzeichen von Paris bildeten. Der französische Präsident Henri Prichard, der sich zur Zeit der Katastrophe in London befand, beteuerte erneut seine Unterstützung für die Vereinten Nationen trotz wachsenden Widerstandes gegen die Politik der globalen Defensivinitiative. Er bezeichnete den Zwischenfall als, Zitat, unvorstellbar schrecklichen Unfall. Der Kommandeur der GDI-Streitkräfte, General Mark Shepard, sagte heute früh in Begleitung von US-Generalbundesanwältin Nancy Griffiths vor einem Anhörungsausschuss des Senats aus. Shepard, einst der Sunnyboy auf dem Parkett der internationalen Diplomatie, schrumpfte unter den Fragen der aufgebrachten Senatoren sichtbar zusammen, die immer wieder Erklärungen für die Vernichtung des historischen Bauwerks forderten. Zerstört wurde aber auch der Glaube an so etwas wie Sicherheit im Zeitalter der modernen Hightech-Kriegsführung. Shepard bot zu seiner Verteidigung weder Entschuldigung noch eine Erklärung. Ganz genau, liebe Leute, ihr habt's auch gesehen. Da kommen immer wieder andere Cutscenes. Ne? Jetzt gerade mit dem Paris und davor was mit Berlin. Finde ich sehr interessant. Okay, Leute, wir sind aber noch nicht fertig mit dem Spiel. Deswegen habe ich das immer weggedrückt. Wir haben noch eine Mission. Quatsch, bitte nicht. Wir haben noch eine Mission von der Neukampagne. Und zwar Wiege des Tempels Nord 13 Caesar, Leute.
Alles klar, möchte ich keine Zeit verlieren, dann springen wir noch da rein. Dann erleben wir heute auch mal was Neues. Und die Cutscene werde ich auch überspringen, weil die hatten wir beim letzten Mal schon gesehen. Das letzte Stück zu meinem Puzzle liegt jetzt vor dir. Ja, oder die ist nicht lange, kommt. Noch stehen zwei GDI-Stützpunkte auf dem Boden, der bald meinen Tempel tragen soll. Beseitige sie, wie auch immer. Genau, das ist ja eine ziemlich simple Cutscene, so. Da muss ich jetzt aber erstmal gucken, wie mache ich das jetzt? So, die sind auf dem Bau fokussiert, ne? So, Leute, die sind auf dem Bau fokussiert. Das war doch diese Karte. Genau, das war die Karte, Leute. Da ist nämlich Kohle drin. Wir haben hier ein Kommando. Und ja, wir müssen uns jetzt hier oben eigentlich nur ja, aufbauen quasi. genau die Karte, Leute, die kenne ich nämlich wieder. Den musste ich mir eigentlich holen, den Hubschrauber. Der Invasor ist platt. Na toll. Na gut, egal. Kann man ja nachbauen, ist ja nicht das Ding. Den Hubschrauber muss ich mir in dem Fall sogar holen. Weil wir den brauchen, um hier unten gleich anzulegen hier. So, Leute. Allerdings baue ich hier oben erstmal nur einen Sammler, weil ich glaube, das reicht. Ich glaube, diese Karte kenne ich wirklich tatsächlich. Und ja, wir sind hier am Anfang auf so einer Insel. Und also ich reparieren. Nee, lass mal, kommt. Und hier ist auch der typische, ist auch auf einer Insel, aber hier unten müssen wir noch anlegen gleich. Und dann würde ich sagen, mache ich das doch einfach mal. So, liebe Leute. 3 Minuten haben wir noch, da können wir noch ein bisschen was vorbereiten hier. Für die Mission. Und dann baue ich mich hier oben schon mal ein bisschen auf, damit ich hier unten gleich direkt loslegen kann. Ah, da sind die. Da sind meine Mannequin. Dann hol dir noch bitte den Kommando rüber. Ich glaube, der kommt hier ziemlich viel mit Mannequin angeschissen. Kann das sein? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, der kam mit Mannequin angeschissen. Oh Gott! Was zur? Oh, der Mammut. Ja, gut. Okay, seht ihr das? Das war dann doch okay. Der hat einen Luftangriff. Ja, das ist natürlich scheiße. Aber, liebe Leute, nicht schlimm eigentlich, weil wir können ja die Gebäude reparieren, ist hier nicht das Thema. Gut, Leute, dann kriegen wir nämlich gleich hier unten eine Basis. Tatsächlich, macht die da mal kaputt da. Weich aus und zack. Sehr gut, Leute. Dann kriegen wir da unten nämlich gleich eine Basis und hier oben kann ich mich dann die ganze Energie aufbauen, die ich brauche. Und der Start, der war doch mal gar nicht mal so schlecht. So, das speichere ich mal. Ach, ich kann es nicht speichern. Das nervt mich gerade so ein bisschen, das mit der Tastatur, weil ich muss das speichern können. Naja, gut, egal. Mache ich gleich, wenn die Folge zu Ende ist. Oh Gott, kann ich das hier gar nicht aufbauen, was? Wo gehst du überhaupt sammeln, hä? Sammel mal hier unten, nee. Du. Genau. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eigentlich... Ich kann ja schon mal ein Flugfeld aufbauen, genau. Weil komisch, ne? Im Spiel selber geht die Tastatur. Nur wenn ich speichern will... Dann lässt er mich nicht, komischer. Nur in dem Menü, das ist irgendwie komisch. Naja, gut. Liebe Leute, ich würde sagen, wir warten einfach mal. Wartet mal, hier war, glaube ich, so ein Trick dabei. Genau, seht ihr das? Da sind nämlich, kriegen wir das irgendwie hin, dass wir den Turm kaputt kriegen, ohne dass... Können wir den outrangen? Tatsächlich. Wir können den outrangen. Seht ihr das? Wir können den Turm outrangen. Das heißt, ich kann mir gleich hier sein Silo schnappen. Da ist nämlich ein Silo von ihm.
Oh nein, was? Oh scheiße, das hätte ich... Das kann ich eigentlich eh nochmal neu starten. Shit. Oh Gott. Okay, Leute, das war's dann. Aber gut, ich muss sowieso mal gucken, wie das mit der Tastatur jetzt ist, Mann. Warum geht das denn nicht? Gut, liebe Leute, da die Folge aber eh schon voll ist, würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal Schluss. Und ja, wir sehen uns hier nahtlos gleich wieder. Und da würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.